Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen, diejenigen, die hier sind in Präsenz und diejenigen, die uns zugeschaltet sind durch die sozialen Medien zu dem Vortrag heute Abend. Der Titel ist ja gleich hinter mir auf dem Display. Das Verfahren zur Erhebung eines Heiligen zum Kirchenlehrer. Ich habe schon im Gottesdienst erwähnt, unsere Hochschule hat im letzten Semester eine Petition mit unterschrieben, wie John Henry Newman oder dass John Henry Newman zum Kirchenlehrer erhoben werden soll, ist eine Bitte an den Heiligen Vater gerichtet. Und da haben wir gedacht, es wäre ganz gut, wenn wir einen Experten zu diesem Thema einladen, der uns dieses Verfahren erläutert. Dass dieser Vortrag beruht auf einer Masterarbeit, wenn ich das richtig sehe, und beruht auf Recherche und auf Forschung. Ich darf den Referenten ganz kurz vielleicht vorstellen. Dr. Paul Bernhard Podratzka. Er ist Referent für die Hochschulen und für die Universitäten in der Österreichischen Bischofskonferenz, im Sekretariat und Universitätsseelsorger. Doppeltes Doktorat, ein Doktorat in Handelswissenschaften und ein Doktorat in der Theologie, in der Kirchengeschichte. Und er hat sich zu diesem Thema dadurch qualifiziert, auch dass er Oratorianer ist und hat deswegen einige Arbeiten geschrieben über Philipp Neri und über John Henry Newman. Also da ist da ein bisschen ein Heimvorteil, wenn wir den heiligen John Henry Newman als Beispiel nehmen für dieses Verfahren. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben und ich freue mich, dass Sie diesen Vortrag halten. Und ich darf Sie bitten, diesen Vortrag zu beginnen. Hochwürdigster Herr Abt, hochwürdigster Herr Rektor, liebe Mitbrüder, liebe Studierenden, vielen herzlichen Dank für die so herzliche Einladung heute Abend zu dem Vortrag an der Hochschule Heiligenkreuz über 7/7. Es ist eine große Freude, heute bei Ihnen, bei euch darüber sprechen zu dürfen, wie ein Heiliger ein Kirchenlehrer werden kann. Der Herr Rektor hat schon gesagt, es gibt zurzeit ein Verfahren für John Henry Newman. Die Bischofskonferenz für England und Wales hat einen Antrag an den Heiligen Vater gestellt, mit der Bitte, John Henry Newman zum Kirchenlehrer zu erheben. Wie wird man Kirchenlehrer? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Es gibt heute 37 Kirchenlehrer. Ich habe auch Folien vorbereitet. Ja, perfekt. Und Kirchenlehrerinnen, die letzte Erhebung hat 2022 stattgefunden. Warum macht es für Theologiestudierende Priester Sinn, eigentlich sich mit Kirchenlehrern zu beschäftigen? Manche sagen auch, Kirchenlehrer sind Leute, die die Kirche lehren, also andere Kirchenlehrer. Das wollen wir nicht hoffen, sondern sie bieten einen Fundus an ganz durchleuchteten Schriften, die den einzelnen Gläubigen helfen sollen, tiefer Gott zu erkennen. Ein Kirchenlehrer ist ein sicherer Führer auf dem Weg zu Gott, dazu mehr noch später. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich habe mitbekommen, wie Papst Benedikt die zwei Kirchenlehrererhebungen vorgenommen hat, Johannes von Avila, Hildegard von Bingen, und habe mich gefragt, wie läuft das eigentlich ab, dass so ein Heiliger dann Kirchenlehrer wird? Ein Blick ins Lexikon für Theologie und Kirche hat eigentlich sehr wenig Auskunft gegeben, außer über die Kriterien, die Papst Benedikt XIV. Aufgestellt hat, zu denen wir noch gleich kommen, und welche Kirchenlehre es gibt. Und so habe ich dann mehr Interesse entwickelt, habe Kontakt aufgenommen mit den zuständigen Dikasterien der römischen Kurie, und die waren mir hier sehr behilflich und haben mir alle Dokumente zur Verfügung gestellt, auch jene, die sub secreto sind, also unter Verschluss sind, die nicht öffentlich zugänglich sind. Und so habe ich eben diese Arbeit dann mit Hilfe einzelner Mitarbeiter der Kurie auch erstellen können.
Wir kommen gleich einmal zu den Kompetenzen bei einer Erhebung zum Kirchenlehrer. Die wichtigste Person ist der Papst. Er selbst entscheidet am Ende, ob ein Heiliger zum Lehrer der universalen Kirche erhoben wird oder eben nicht. Und der Papst hat hier als Unterstützung zwei Dikasterien, die ihm helfen, das Ganze vorzubereiten. Das Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungsprozesse und das Dikasterium für die Glaubenslehre. Für die Feier dann der Erhebung des Heiligen zum Kirchenlehrer in einer feierlichen Papstmesse ist das Amt für die liturgischen Feiern des Papstes zuständig und gegebenenfalls ist auch das Dikasterium für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung zuständig, wenn es darum geht, liturgische Texte zu approbieren oder den Heiligen in den römischen Generalkalender aufzunehmen. Kurz zum Begriff des Kirchenlehrers im Unterschied zu den Kirchenvätern und Kirchenschriftstellern. Sie alle haben sicher die Patrologie-Vorlesung gehört oder werden sie noch hören. Ich habe hier eine Gliederung der Kirchenväter gemacht nach Hubertus Trobner, seinem klassischen Lehrbuch der Patrologie. Und wie zeichnet er Kirchenlehrer aus? Zunächst einmal Doctrina Orthodoxa. Also die gesamte der Theologie der Kirchenväter muss in Lehrgemeinschaft mit der Kirche stehen. Das bedeutet allerdings keine Irrtumslosigkeit in allen Details und vor allem nicht für Dinge, die erst später dogmatisch festgelegt worden sind. Dann der zweite Punkt nach Hubertus Trobner, Sanctitatis Vitae. Heiligkeit im Sinne der alten Kirche ist nicht eine formale Heiligsprechung, sondern dass das gläubige Volk diese Person als heilig anerkannt und auch als Heiligen verehrt hat. Dritter Punkt, Approbatio Ecclesiae, also sowohl die Person als auch die Lehre muss von der Kirche implizit anerkannt sein. Und der letzte Punkt, die Antiquitas, das heißt, der Heilige muss zur Zeit der christlichen Antike gelebt haben. Und dieser Begriff des Kirchenlehrers, das werden wir uns gleich anschauen, fußt eben auf dem des Kirchenvaters, jedoch ist er nicht auf die christliche Antike eingeschränkt. Diese drei Kriterien, die Sie jetzt hier sehen, wurden vom Papst Benedikt XIV. Festgelegt in seinem berühmten Werk De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione aus 1734. Und erst in den letzten Monaten ist eine vollständige lateinisch-italienische Ausgabe vom Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungsprozesse von diesem berühmten Werk veröffentlicht worden. Im vierten Buch heißt es da, es gibt drei ganz wichtige Voraussetzungen für den Kirchenlehrer. Zunächst die Eminenz Doctrina, die herausragende Glaubenslehre. Das ist nicht eines von drei Merkmalen, sondern praktisch das für den Kirchenlehrer für die Kirchenlehrererhebung entscheidende Kriterium, eine herausragende Glaubenslehre. Ohne herausragende Glaubenslehre kann niemand Kirchenlehrer sein. Zweiter Punkt ist ähnlich wie bei den Kirchenvätern. Der Kirchenlehrer muss heiligmäßig gelebt haben und auch von der Kirche offiziell kanonisiert sein, das heißt heilig gesprochen werden. Und dann der letzte Punkt, ähnlich wie auch bei den Kirchenvätern eben, dass der Papst oder ein allgemeines Konzil den Heiligen zum Kirchenlehrer erhebt. Kirchenschriftsteller hingegen, man denkt hier zum Beispiel an Tertullian, Origenes, sind ähnlich wie die Kirchenväter Autoren der Antike. Allerdings erfüllen sie eines oder drei dieser ersten drei genannten Kriterien bei den Kirchenvätern nicht, also nicht Doctrina Orthodoxa oder Sanctitatis Vitae oder Approbatio Ecclesiae. Bis heute gibt es eben 37 Kirchenlehrer und Kirchenlehrerinnen, seit 1970 auch Kirchenlehrerinnen. Nicht einmal zwei Monate nach Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils hat Papst Paul VI. Damals die Ritenkongregation beauftragt, hier ein Dubium zu prüfen, ob auch Heilige zu Kirchenlehrern erhoben werden können. Sie kennen sicher die Stellen bei Paulus oder bei Thomas von Aquin, die auf die Lehre von Frauen Bezug nimmt. Und das wurde eben geprüft und es wurden hier vier Theologen beauftragt von den römischen Universitäten, dieses Dubium zu prüfen. Und alle konnten dieses Dubium so darlegen, dass sie sagen, es ist möglich, dass auch
Frauen Kirchenlehrerinnen werden können, weil es hier nicht um eine Funktion geht, die mit einem Weiheamt verbunden ist, sondern um einfach ein Charisma, das in der Kirche besteht. 1967 hat dann die Vollversammlung der Heiligen Ritenkongress noch ein positives Votum erteilt und Papst Paul VI. Hat dann 1970 die ersten beiden Frauen, Katharina von Siena und Teresa von Avila, die man hier sieht, zu Kirchenlehrerinnen erhoben. Er hat bei der Predigt auch gesagt, dass der Titel einer Kirchenlehrerin mit keinerlei hierarchischer Funktion des Lehramtes verbunden ist. Bisher wurden 4 Kirchenlehrerinnen erhoben, neben den beiden genannten auch Theresia von Lisieux und eben auch Hildegard von Bingen. Jetzt gehen wir schon mitten hinein in das Verfahren zur Erhebung eines Heiligen zum Kirchenlehrer, Zuständigkeiten, materiell-rechtliche Normen und auch Voraussetzungen. Grundvoraussetzungen ist die römische Kurienordnung, die unter Papst Franziskus neu erlassen worden ist. Im Jahr 2022 im Artikel 102 heißt es schon wieder vor 1988 bei Pastor Bonus, da hat sich nichts geändert, dass die Kompetenz für die Erhebung eines Heiligen zum Kirchenlehrer für dieses Verfahren beim Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungsprozesse liegt, nachdem dieses Dikasterium das Votum des Glaubensdikasteriums bezüglich der herausragenden Glaubenslehre der Eminenz Doctrina eingeholt hat. Warum ist diese Kompetenz beim Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungsprozesse? Und so deshalb, weil auch Heiligsprechung und Kirchenlehrererhebung zusammenfallen können. Das war zum Beispiel der Fall bei Petrus Canisius, Albertus Magnus, bei Hildegard von Bingen fast, kann man sagen. Die hat Papst Benedikt XVI. Etwa 2 Monate vor der Erhebung zur Kirchenlehrerin äquipollent, das heißt durch ein Dekret, heilig gesprochen. Immer wieder kam auch die Frage auf, ob auch Märtyrer zum Kirchenlehrer erhoben werden können. Ursprünglich hat man das eher negativ beantwortet, weil man gesagt hat, der Kult eines Märtyrers ist höher stehend als der Kult eines Kirchenlehrers. In den 80er Jahren gab es eine Vollversammlung der Ritenkongregation und die hat schon damals gesagt, dass nichts dagegen spricht, dass auch ein Märtyrer Kirchenlehrer ist, dass eben ein Heiliger sowohl Märtyrer als auch Kirchenlehrer sein kann. Sind Kirchenlehrererhebungen unfehlbare Entscheidungen, fragen viele, wie das etwa der Fall ist bei Heiligsprechungen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wie kann man sie beantworten? Ganz einfach, Kirchenlehrererhebungen sind keine unfehlbaren Entscheidungen. Es handelt sich wohl um einen Akt des höchsten Lehramtes der Kirche, der auch zu respektieren ist, dem auch zu folgen ist, aber um keine unfehlbare Entscheidung. Und ja, so kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, zu den Regulamenti, die an diesen beiden Dikasterien bestehen. Welche Rechtsordnungen gibt es, nach denen jetzt dann solche Verfahren behandelt werden? Also gleich vorweg, es gibt kein Dokument, das das ganz genau behandelt. Und man sieht auch anhand des Datums, wann ein Dokument erlassen ist, dass man von dem späteren gar nichts eigentlich ursprünglich gewusst hat oder nicht gesehen hat, dass es das geben wird. Und so sind die oft gar nicht so ineinander harmonisch. Am Dikasterium für die Glaubenslehre und am Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungsprozesse gibt es jeweils eine Geschäftsordnung. Die sind beide nicht öffentlich. Jene für das Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungen wurde in einem Manual einmal publiziert und kann man dort nachlesen. Und darüber hinaus gibt es an der Kongregation, am Dikasterium für der Selig- und Heiligsprechungsprozesse eine Instruktion, wie eben der vorzugehen ist bei der Erhebung eines Heiligen zum Kirchenlehrer. Die wurde 1982 nach einer Vollversammlung des Dikasteriums eben beschlossen und vom Papst approbiert. Das Dikasterium für die Glaubenslehre hat Kriterien aufgestellt, wie die Doctrina Eminens genauer analysiert werden soll. Und da wurden Prozessnormen und doktrinelle Normen 1996 von der Vollversammlung beschlossen und auch vom Papst entsprechend approbiert. Wir kommen zu den praktischen Fragen. In welchen Sprachen kann so ein Prozess geführt werden? Am Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungsprozesse sind derzeit nur 5 Sprachen möglich. Das ist Englisch, Französisch,
Italienisch, Spanisch und Latein. Portugiesisch wurde wieder gestrichen, das konnte man bis vor ein paar Jahren auch noch wählen. Wie lange dauert so ein Verfahren? Ganz kurz, für Johannes von Avila hat die spanische Bischofskonferenz hier den Heiligen Vater gebeten im Jahr 1970 und 2012 kam es zur Erhebung zum Kirchenlehrer. Für Hildegard von Bingen, die man hier sieht, hat das Verfahren 1979 begonnen mit einem Beschluss oder einer Bitte der Deutschen Bischofskonferenz und dieses Verfahren wurde beendet mit der Erhebung zur Kirchenlehrerin, ebenfalls am 7. Oktober 2012. Also eine lange Zeit. Es gibt auch viele Verfahren, die nicht weiterverfolgt werden, die dann eingestellt worden sind. Es entscheidet immer der Papst, ob es tatsächlich dann zu einer Erhebung kommt. Angeblich sind Verfahren fertig, schon seit Jahrzehnten für Bernhardin von Siena und seit einigen Jahren für Ramon Llull. Aber hier hat der Papst gesagt, das möchte nicht weiter fortsetzen. Was kostet ein solches Verfahren? Bei Hildegard von Bingen waren es etwa 56.000 Euro, habe ich gehört. Davon allein 20.000 Euro für die Übersetzung der Positio für die Kirchenlehrererhebung. Diese Kosten sind dem Dikasterium zu ersetzen, in dem Fall bei Hildegard von Bingen von der Deutschen Bischofskonferenz. Und wenn eine Bischofskonferenz oder ein Orden sich das nicht leisten kann, dann gibt es auch einen Solidaritätsfonds, der hier auch einspringt und unterstützt. Jetzt kommen wir zur Vorgehensweise bei einem Verfahren zur Erhebung eines Heiligen zum Kirchenlehrer, wirklich Schritt für Schritt, wie das beginnt. Zunächst einmal muss es einen Heiligen geben, wo es eine Doctrina Eminens, eine herausragende Glaubenslehre gibt. Also wenn einer unter Ihnen so jemanden weiß, dann kann er mit dem zuständigen Bischof sprechen oder mit dem zuständigen Generaloberen des Orden und vorschlagen, dass dieser dann zum Kirchenlehrer erhoben wird, wenn das auf wohlwollendes Interesse stoßt, wir werden jetzt einmal Recherchen geben, worin besteht denn die sogenannte Doctrina Eminens, diese herausragende Glaubenslehre bei diesem Heiligen. Und wenn man es ein bisschen zusammengestellt hat, dann wird der zuständige Bischof oder auch die Bischofskonferenz oder der Ordensobere, man spricht hier von der Pars Actrix, einen Postulator nennen. Das muss jemand sein, der gewisse Voraussetzungen erfüllt und später dann auch den Prozess am Dikasterium der Selig- und Heiligsprechensprozesse führen kann. Und dieser Postulator wird einmal versuchen, alles zusammenzutragen, was es dazu gibt zur Doctrina Eminens bei diesem Heiligen und wird dann einen Supplex Libellus, ein Bittgesuch an den Vorsitzenden der Bischofskonferenz jenes Landes richten, in dem der Heilige, der erhoben werden soll zur Kirchenlehrerwürde, verstorben ist. Und der Vorsitzende wird dieses Ansuchen vermutlich einmal prüfen und dann, wenn es das Anliegen Aussicht auf Erfolg haben soll, muss es der Vorsitzende vorlegen der Bischofskonferenz, der Vollversammlung. Dort wird abgestimmt und wenn das eine Mehrheit erhält, in der Regel braucht man eine deutliche Mehrheit, dann kann der Vorsitzende littere Postulatorie an den Papst schicken, ein Bittschreiben, wo den Papst bittet, diesen Heiligen zum Kirchenlehrer zu erheben. Und in diesem Schreiben wird auch kurz dargelegt, warum die Glaubenslehre dieses Heiligen so herausragend ist. Mit diesem Schreiben wird auch zugleich mitgeschickt die Literatur des Heiligen. Sämtliche Schriften müssen hier gesammelt werden. Man braucht hier zwei Exemplare. Und zwar werden hier kritische Editionen verlangt oder zumindest wissenschaftlich vertrauenswürdige. Und das ist oft eine ganz große Arbeit, wenn es eine große Schriftung gibt, das alles zu edieren oder zumindest zusammenzustellen, damit das dann später auch in Rom geprüft werden kann. Was geschieht dann, wenn der Papst dieses Ansuchen erhält, diese littere Postulatorie? Er hat zwei Möglichkeiten, entweder er lehnt es ab, dann ist das Verfahren beendet oder er leitet diese Ansuchen weiter an das zuständige Dikasterium, das ist das Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungsprozesse. So wie der Herr Rektor schon gesagt hat, es gibt weitere littere Postulatorie für einzelne Causen, zum Beispiel für John Henry Newman, hier hat auch angeblich die Österreichische Bischofskonferenz zugestimmt, die Hochschule Heiligenkreuz, die alle littere Postulatorien an den Heiligen Vater gerichtet haben. Die werden entweder direkt dem Papst geschickt oder über
die zuständige Bischofskonferenz. Und wenn die dann eingelangt sind und das Dikasterium vom Papst das, den Auftrag bekommen hat, dieses Verfahren zu eröffnen, dann wird die Bischofskonferenz informiert. Dieser Antrag wurde per Kompetenz aus Zuständigkeitsgründen weitergeleitet und jetzt wird das Verfahren nun begonnen. Wie geht es weiter? Wir haben schon gehört, in der Kurienordnung ist ganz klar festgehalten, dass Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungsprozesse ersucht, das Dikasterium für die Glaubenslehre um ein Votum bezüglich der Doctrina Eminens. Ohne dem kann das Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungsprozesse nicht weiterarbeiten. Und wir haben gesagt, zwei Exemplare sämtlicher Schriften müssen hier übermittelt werden. Ein Exemplar geht jetzt an die Glaubenskongregation. Bei John Henry Newman werden das sehr, sehr viele Schriften sein, allein über 30 Bände, Briefe und Tagebuchaufzeichnungen. Ähnlich wird es auch bei anderen großen Heiligen gewesen sein, die ein großes Schrifttum hinterlassen haben. Und dieses Schrifttum ist dann eben an der Glaubenskongregation und die haben, wie schon gesagt, eigene Normen, Prozessnormen und doktrinelle Kriterien, mit denen sie dieses Schrifttum dann genauer untersuchen. Diese Bestimmungen gibt es seit 1996 und mit Pastor Bonus, mit der Kurienordnung von Papst Johannes Paul II. 1988 ist eine Kompetenzverschiebung eingetreten. Bis 1988 hat allein das Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungsprozesse dieses Verfahren geführt und auch die Doctrina Eminens untersucht. Seit 1988, erstmals somit bei Theresia von Lisieux, muss das Selig- und Heiligsprechungsdikasterium zuvor beim Glaubensdikasterium ersuchen, um ein schriftliches Votum bezüglich der Doctrina Eminens. Die Glaubenskongregation hat hier sechs doktrinelle Kriterien, die sie hier anwenden und die werden eben der Reihe nach auch dann geprüft. Ich werde sie kurz vorstellen. Das erste ist die Existenz eines Charismas, der Weisheit, das die Frucht des Heiligen Geistes sein muss. Die Kongregation steht auf dem Standpunkt, nicht die Kirche kreiert Kirchenlehrer, sondern es ist der Heilige Geist, der die Kirchenlehrer erweckt. Und die Kirche anerkennt nur ein solches Charisma der Weisheit, das eben wirklich vom Heiligen Geist auch geschenkt worden ist. Und es wird bei den Schriften dann ganz spezifisch geprüft, ob dieses Charisma der Weisheit vorhanden ist. Und zugleich müssen die Schriften auch einen wohltuenden Einfluss auf das Volk Gottes ausgeübt haben. Der zweite Punkt, die Vortrefflichkeit der theologischen und spirituellen Doktrin, das ist ganz klar, es muss eine herausragende Glaubenslehre sein. Das heißt auch, dass die Schriften orthodox sein müssen und sich durch eine Übereinstimmung mit dem kirchlichen Lehramt auszeichnen. Können Divergenzen auch bestehen? Ja, Divergenzen können bestehen, und zwar in der Form, wenn zum Zeitpunkt, als ein Heiliger gelebt hat, eine Lehre noch nicht definiert war, wie etwa zum Beispiel Thomas von Aquin oder Bonaventura. Die Lehre der unbefleckten Empfängnis Mariens, dann, wo Bonaventura und Thomas von Aquin ganz klar dagegen waren, dann ist es kein Hindernis, dass auch sie Kirchenlehrer sind, vor allem wenn man weiß, dass sie auch sonst in allen Dingen sich immer dem Lehramt der Kirche unterworfen haben. Ein dritter Punkt, eine Doktrin im Dienste des Glaubens und des christlichen Lebens. Und hier ist zu beachten, nur eine wirklich herausragende Glaubenslehre kann als eminent anerkannt werden. Und wichtig ist, dass sie auch einen speziellen Beitrag, einen wohltuenden Beitrag hat, durch den entweder die christliche Offenbarung, die Glaubenslehre, das kirchliche Leben, die Theologie und die christliche Spiritualität insgesamt bereichert werden. Was sind viertens die Quellen der theologischen und spirituellen Doktrin? Herausragende Glaubenslehre schöpft stets aus den Quellen der Kirche, das heißt aus der Heiligen Schrift, aus der Tradition und dem Lehramt der Kirche. Es kann nicht sein, dass sich hier herausragende Glaubenslehre auf lediglich Privatoffenbarungen stützt. Und den Beitrag, den der Kirchenlehrer eben hier leistet, ist, dass es hier zu einer Vertiefung der Glaubenslehre der Kirche auch kommt. Es darf hier nie zu einem Bruch mit der bisherigen Lehre der Kirche kommen.
Fünftens, die weite Verbreitung der Doktrin des Heiligen auch ein großes Kennzeichen ist, dass es nicht nur, jetzt sagen wir mal, in einem gewissen Segment besonders gelesen, gelehrt wird, diese Lehre des Heiligen, sondern dass sie universal auf der ganzen Welt einfach eingeschlagen hat. Denken wir zum Beispiel an Therese von Lisieux, die Geschichte einer Seele, wobei hier auch viele streiten, ob das wirklich jetzt so eine Eminenzdoktrine ist oder nicht. Ich finde schon, aber die ist wirklich auf der ganzen Welt verbreitet und auch sehr stark gelesen. Ebenso auch John Henry Newman, oder man sieht auch, wo werden diese Schriften zitiert, von den ökumenischen Konzilien, von den Päpsten, von den Kongregationen, vom Katechismus, wird etwas in der Liturgie der Kirche auch rezipiert und so weiter. Sechster Punkt, eine sichere und bleibende Botschaft. Diese Botschaft muss stets universell bleiben des Heiligen, und sie hat Bedeutung für die Kirche in allen Zeiten. Es ist nicht nur etwas, was man jetzt einmal kurz ein paar Jahre als Mode ansieht oder gerne haben möchte, sondern wirklich eine Lehre, die man auch in Jahrzehnten, Jahrhunderten wirklich noch hier gut den Gläubigen weitergeben kann. Das Glaubensdikasterium erstellt ein Votum. In der Regel werden hier fünf Theologen gebeten, ein Gutachten zu verfassen. Diese schicken das dann an den Erzbischofssekretär des Dikasteriums für die Glaubenslehre. Wie wird das analysiert? Wir haben diese sechs Punkte vorhin vorgestellt. Diese werden hier abgearbeitet. Der einzelne Theologe ist frei, das entweder en bloc zu machen oder wirklich Punkt für Punkt einfach herauszuarbeiten anhand der Schriften. Worin besteht es hier, die herausragende Glaubenslehre? Ist das hier bei Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 der Fall oder nicht? Ein sehr prominentes Gutachten gibt es von Kardinal Schönborn zu Therese von Lisieux. Das kann man auch hinten nalesen in seinem berühmten Buch Gott sandte seinen Sohn, seiner Christologie, die vor ein paar Jahrzehnten erschienen ist. Und er hat hier eigentlich sehr klar herausgearbeitet, ihr theologisches Profil. Der Erzbischofssekretär sammelt diese ganzen Gutachten, und die werden dann in der Konsultorenversammlung behandelt und diskutiert. Und auch da gibt es ein Votum, das dann weitergegeben wird an die Feria Quarta, an die ordentliche Versammlung der Kardinäle und Bischöfe. Die trifft sich alle vier Wochen am Mittwoch, Feria Quarta. Auch unser Herr Erzbischof Kardinal Schönborn ist hier Mitglied, und dort wird das Ergebnis dieser Konsulta noch einmal behandelt. Und hier kommt es auch zu einem Votum, das dann der Präfekt dem Papst vorlegt. Das ist kein bindendes Votum, aber ein maßgebliches und qualifiziertes Votum, das eben dann der höchsten Autorität der Kirche vorgelegt wird. Der Papst selbst entscheidet dann, ob er den Prozess fortführen möchte oder ob er ihn stoppt, ob er weitere Untersuchungen beauftragt, was auch immer. Auch bei dem negativen Votum ist der Papst frei, ist der Kongregation, dem Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungsprozesse weiterzuleiten und den Prozess fortzuführen. Wir gehen jetzt von einem positiven Votum aus, das die Glaubenskongregation erstellt hat und das auch der Papst möchte, dass der Prozess fortgesetzt wird. Daraufhin bestimmt dann das Dikasterium der Selig- und Heiligsprechungsprozesse einen Relator. Der wird vom Generalrelator ausgewählt. Diese Relatoren kann man alle nachlesen im päpstlichen Jahrbuch. Und es wird geschaut, in welchen Themen hat der Heilige vor allem Schriften zu bieten. Dementsprechend schauen, dass man einen Relator findet, der entweder in Bibelwissenschaften besonders belesen ist, dogmatischer Theologie, spiritueller Theologie und so weiter. Und der auch einen gewissen Bezug hat zu dem Sprachraum, aus dem der Heilige eben herkommt. Was ist die Aufgabe des Relators? Die Hauptaufgabe ist es, hier den Postulator anzuleiten, diese Positio Super Ecclesiae Doctorato zu erstellen. Das heißt, diese Positio, die für die Erhebung des Heiligen zum Kirchenlehrer erforderlich ist, die dann im Dikasterium beraten wird. Und natürlich kann das der Postulator nicht alles selbst machen. Er bedient sich auch hier verschiedener Spezialisten, die ihm hier zuarbeiten, um hier so eine Positio zu erstellen. Die Sprachen haben wir schon genannt, Französisch, Italienisch, Englisch, Latein oder Spanisch. Wird die Position in einer anderen Sprache erstellt, muss sie später übersetzt werden. Man sieht hier,
ein Exemplar dieser Positio für Hildegard von Bingen. Hier wurde ja auch dazu genommen, dass praktisch die Verehrung als Heilige auf die ganze Kirche ausgedehnt wird, weil das bisher nur im deutschen Sprachraum der Fall war. Und diese Positio hat auch bestimmte Formvorschriften und auf die gehen wir im Folgenden noch kurz ein. Diese Positionen werden nicht veröffentlicht. Man findet sie in einzelnen Bibliotheken von Ordensinstituten oder Bischofskonferenzen, die das eben beauftragt haben, die dieses Verfahren geführt haben. Sämtliche sind in der Bibliothek und im Archiv des Dikasteriums für Selig- und Heiligsprechungsprozesse einsehbar, allerdings nur für Forscher. Man muss sich ja schriftlich ansuchen beim Präfekten und bekommt dann Zugang, um das genauer zu erforschen. Gehen wir zu einem idealischen Aufbau einer solchen Positio. Das Titelblatt ist genormt. Sie sehen es hier auf den Bildschirmen. Es ist eine Veröffentlichung des Dikasteriums mit einer Protokollnummer. Urbis et Orbis deutet schon an, der Stadt und dem Erdkreis und eben dann über diese Verleihung des Titels eines universalen Lehrers der Kirche. Es folgen die Prenotatio Relatoris, die Vorbemerkungen des Relators oder Generalrelators. Es kommt eine Präsentation, eine Art Zusammenfassung, was hier in dieser ganzen Positio enthalten sein wird, mit einem kurzen Lebenslauf des Heiligen und die Etappen, die bisher unternommen worden sind, dass der Heilige zum Kirchenlehrer erhoben werden konnte, worin die Eminenz Doctrina besteht. Und diese Vorbemerkung kann sehr kurz, kann sehr lang sein, hängt auch sehr stark zusammen, welche zeitlichen Ressourcen das Dikasterium hatte. Oft ist ein Jubiläum und der Papst möchte dann recht schnell das haben, dann muss so eine Position innerhalb von wenigen Monaten auch entstehen. Nächster Punkt, das biografische Profil des Heiligen, also das Leben, dann die Schriften, deren Verbreitung und deren Quellen. Dann ein wichtiger Punkt, wie schaut es mit der Rezeption, mit der Verbreitung der Lehre dieses Heiligen aus? Ist diese Eminenz Doctrina tatsächlich im Volk Gottes vorhanden? Hat sich das verbreitet? Bei Gregor von Narek wurden zum Beispiel weitere Symposien internationaler Art gefordert, um diese Theologie auch weiter zu verbreiten. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist die herausragende Glaubenslehre, die Eminenz Doctrina. Hier muss sehr stark herausgearbeitet werden, in welchem Umfang und in welcher Qualität die Doktrin des Heiligen wirklich herausragend, wirklich eminent ist. Und hier ist es eigentlich der Kongregation oder dem Postulator vollkommen überlassen, ob er sich hier hält an diese Vorgaben, die das Dikasterium für die Glaubenslehre erarbeitet hat oder ob das nach anderen Gesichtspunkten zusammengestellt wird. Es folgen ganz wichtig Textauszüge aus den Schriften. Bei Gregor zum Narek zum Beispiel war das das Buch der Lamentationes. Das ist, glaube ich, auch vor ein paar Jahren in eurem Verlag hier im B&B-Verlag ein Auszug erschienen. Sehr beeindruckend. Dieses Buch der Klagelieder von Gregor von Narek. Bei Irenäus von Lyon, der letzten Erhebung, waren es sehr viele Texte zum Thema der Einheit. Papst hat ihn ja genannt. Irenäus von Lyon, Doctor Unitatis. Daraufhin folgt eine Bibliografie, eine Ikonografie, wo man den Heiligen als Kirchenlehrer dargestellt sieht. Ich habe vergessen, die Litterae Postulatoriae zu erwähnen, die müssen auch hier hinein, Wert Litterae Postulatoriae, eben hier abgegeben. Bei John Henry Newman wird auch die Hochschule Heiligenkreuz dann erwähnt werden und auch andere. Und dann werden Verzeichnisse erstellt, dass man das leicht auch auffinden kann, manchmal nach Sachthemen, oft auch nach Personen. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Positio. Bei der Ikonografie ist wichtig, dass der Heilige, welche Bilder gibt es vom Heiligen, auch als Kirchenlehrer, oft mit einer Feder in der Hand oder wie von einem Buch oder von einem Blatt Papier sitzt und schreibt oder etwas liest oder etwas lehrt. Da gibt es ganz unterschiedliche. Wir kommen jetzt dann zum Abschluss dieser Positio, wenn der Postulat es geschafft hat, mit dem Relator die Positio zu beenden, dann wird sie dem Generalrelator vorgelegt, der das Imprimatur erteilen muss, davor darf das nicht gedruckt werden und danach kann sie dem Congressus Peculiaris, der Theologenkonsultoren des Dikasteriums der Selig- und Heiligsprechungsprozesse, vorgelegt werden. Was ist das eigentlich genau, werden viele fragen. Das ist ein eigenes
Gremium, eine eigene Versammlung dieser Theologenkonsultoren. Wer sind die Theologenkonsultoren? Die kann man alle nachlesen im Annuario Pontificio. Für eine solche Causa müssen 8 ausgewählt werden, und zwar vom Promotor Fide, vom Prelato Theologo oder auch Glaubensanwalt heute genannt. Und die werden dann an diese 8 Theologenkonsultoren verschickt und mit einer Relatio auch des Glaubensanwaltes, der ein paar Dubien auch formuliert, und diese Theologen müssen die untersuchen und dann ihre Ergebnisse einschicken. Sind die Ergebnisse da, werden die zusammengefasst und die bestehenden Dubien werden formuliert und nochmal diesen Theologen geschickt. Die werden dann eingeladen zum Congressus Peculiaris, wo dann diese Dubien gemeinsam diskutiert werden, bis alle ausgeräumt sind. Und am Ende wird hier ein schriftliches Votum auch festgehalten von diesem Glaubensanwalt, das dann übergeben wird der Vollversammlung des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Es nennt sich Relatio et Voto Congressus, dieses Votum, das eben hier weitergegeben wird. In der Regel ist es einstimmig, also wenn es da also keine Mehrheit gibt, dann kann das auch nicht weiter verfolgt werden, sondern da müssen weitere Studien gemacht werden oder man kommt zum Schluss, es kann aus diesen oder jenen Gründen nicht verfolgt werden. Dann ein wichtiger Schritt, das Votum der Vollversammlung des Dikasteriums der Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Und hier wird es den Kardinälen und Bischöfen vorgelegt. Auch diese kann man dem Annuario entnehmen, wer hier dieser Vollversammlung angehört. Der Kardinalpräfekt, der Leiter des Dikasteriums, bittet einen Kardinal, der wird dann Kardinal Ponens, nicht Ponsens, sondern Ponens genannt. Der bereitet ein schriftliches Votum vor und stellt in dieser Versammlung der Kardinäle und Bischöfe eben diese Causa vor. Und dann wird darüber eben diskutiert und am Ende auch abgestimmt. Und in der Regel sind diese Voten einstimmig zustimmend. Und der Sekretär fertigt eine diesbezügliche Relatio für den Papst an. Auch die Kardinäle und Bischöfe bekommen diese Positio übermittelt, die vorher schon der Congressus Peculiaris beraten hat. Auch hier wiederum, die Bischöfe und Kardinäle geben einen Urteilsvorschlag ab, an den der Papst aber nicht gebunden ist. Er wird in aller Regel zustimmen, aber er kann sich auch hier anders entscheiden. Er kann immer noch ablehnen, den Heiligen zum Kirchenlehrer zu erheben. Ebenso könnte er auch bei dem negativen Votum auch sagen, ich erhebe ihn trotzdem zum Kirchenlehrer. Ist man soweit angelangt, dann bittet der Präfekt um eine Papstaudienz mit einem sogenannten Folio di Udienza. Und sobald er diese Audienz erhalten hat und beim Heiligen Vater eintritt, wird dann eben vom Status Questionis berichtet, eben, dass eben die Vollversammlung positiv abgestimmt hat und man dem Heiligen Vater eben vorschlägt, diesen Heiligen zum Kirchenlehrer zu erheben. Er teilt der Papst auch hierzu sein Placet. Dann wird dieser Schritt auch festgehalten und es kann die Kirchenlehrererhebung erfolgen. Diese Ankündigung der Feier zur Erhebung zum Kirchenlehrer kann sein, muss nicht sein. Manchmal geschieht sie bei Angelusgebeten, manchmal am Weltjugendtag, manchmal einfach auch nur über das Bulletino. Das ist sehr unterschiedlich. Dann kommen wir zum Höhepunkt, zum Abschluss. Wenn ein Heiliger all diese Stationen durchlaufen hat bei diesem Verfahren, dann kommt es zur Feier der Erhebung des Heiligen zum Kirchenlehrer, zur Kirchenlehrerin. Und in der Regel findet das im Rahmen einer feierlichen Papstmesse statt. Das wird vorbereitet durch das Amt für die liturgischen Feiern des Papstes. Da erfolgt vorhin eine Notifikation, wo genau drinnen steht, wie man daran teilnehmen kann. Es gibt ein Libretto, man sieht hier die erste Seite vom Libretto vom Papst Benedikt XVI. Für die beiden Kirchenlehrerhebungen. Und der Ablauf ist immer wieder auch unterschiedlich. In der Vollform hat sie zuletzt stattgefunden bei Papst Benedikt. Bei Papst Franziskus war einmal eine Kirchenlehrerhebung per Dekret, also eine Sonderform bei Irenäus von Lyon. Und bei Gregor von Narek
war der 100. Jahrestag des Martyriums der Armenier. Und da war mehr dieses Armeniengedenken als diese Erhebung zum Kirchenlehrer. Die wurde zwar auch kurz vorgeschaltet, aber es war anders als bei den anderen Kirchenlehrerhebungen. Keine Feier in dem Sinn, dass auch in der Predigt der Kirchenlehrer vorgestellt worden wäre und auch ein großer Ritus gefeiert worden wäre. Stattdessen gab es die armenischen Gesänge, um sich eben auf dieses 100-jährige Martyrium einzustimmen. Der Ablauf wäre, dass die Laudes Regie kommen und dann dieser Ritus Proclamationis Doctoris Ecclesiae. Am Ende sagt eben der Papst dann, dass er eben diesen Heiligen zum Kirchenlehrer erklärt. Und davor und danach spricht kurz der Präfekt des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse zunächst, bittet um die Erhebung zum Kirchenlehrer und am Ende dankt er für die Erhebung zum Kirchenlehrer. Ist das geschehen, dann erlässt der Papst auch ein apostolisches Schreiben oder Litere Decretalis über die Proklamation des Heiligen zum Kirchenlehrer, damit es auch für immer festgehalten wird. Hier gibt es biografische Hinweise. Dann kommt es zur Erläuterung der Eminenz Doctrina. Der Papst erklärt hier sehr deutlich, worin diese herausragende Glaubenslehre besteht. Ein paar Hinweise oft zum Prozessverlauf und am Ende wird diese lateinische Proklamationsformel eben auch noch abgedruckt. Zumeist werden diese apostolischen Schreiben in den Akta des Heiligen Stuhls veröffentlicht. Bei Papst Benedikt war es nicht, vermutlich ging sich damals die Zeit nicht mehr aus, das noch dort unterzubringen. Jetzt sind wir mit dem ersten Teil einmal fertig. Jetzt kommen wir zur Bedeutung der Erhebung eines Heiligen zum Kirchenlehrers. Der erste Teil ist herausragende Glaubenslehre für die Welt und für die Stadt und den Erdkreis. Eine Kirchenlehrerhebung ist kein Ehrentitel, sondern eben eine Anerkennung der Glaubenslehre als herausragend, also Eminenz Doctrina. Und es soll eben eine Hilfe sein für alle Gläubigen, dass sie einer sana Doctrina, einer gesunden Lehre folgen können. Es gibt sozusagen eine lehramtliche Empfehlung, diesen Kirchenlehrer zu studieren und seine Lehre auch zu verbreiten. Und deshalb ist ein Kirchenlehrer ein Licht auf dem Weg für den Gläubigen, aber auch ein Führer, der ihn wirklich sicher zu Gott hinführt. In der theologischen Diskussion, das ist vielleicht für eine Hochschule besonders interessant, werden die Argumente der Kirchenlehre zumeist unter diesen sogenannten Theologen geführt. Und ihrem dogmatischen Kontext kommt daher eine durch die Ernennung zum Kirchenlehrer stärker qualifizierte Bedeutung zu, als jenen, die nicht zum Kirchenlehrer ernannt worden sind. Wir kommen zur Bedeutung für die Liturgie. Die ist zurückgetreten, die war früher stärker. Also bis inklusive 1970 war auf diesen Positionen, die man vorher gesehen hat, immer der Zusatz Concessione nec non officii et misse de communi doctorum. Das findet man nicht mehr auf dem Titelblatt einer Positio für die Erhebung eines Heiligen zum Kirchenlehrer. Welche Ränge haben die Feste der Kirchenlehrer? In früherer Zeit hatten alle einen einheitlichen Rang und heute ist es so, dass diese 37 Kirchenlehrer haben 19 einen gebotenen Gedenktag, eine Memoria Obligatoria, 17 eine Memoria ad libitum. Ausnahme bildet in Europa die Katharina von Siena, deren Gedenktag ein Fest ist in Europa. Seit wenigen Jahren sind auch wieder alle im Kalendarium Romanum Generale enthalten. Jeder Kirchenlehrer kann und wird von der ganzen Kirche gefeiert, also kann Memoria ad libitum, also nicht gebotener Gedenktag, und wird auf jeden Fall bei einem gebotenen Gedenktag. Im Messbuch und im Stundengebetsbuch gibt es eigene Teile Commune Doctorum Ecclesiae, also wo es kommune Texte gibt, um den Kirchenlehrer eben auch entsprechend feiern zu können. Und jemand, ein Heiliger, der zum Kirchenlehrer erhoben wird, der bekommt da auch einen diesbezüglichen Eintrag im Martyrologium Romanum, wo eben auch steht, dass er eben auch Kirchenlehrer ist. Einen kurzen Ausblick vielleicht noch. In den letzten Jahren gibt es sehr stark die Befürchtung, dass es zu einem Wertverlust des Kirchenlehrers kommen könnte. Im Pontifikat von Papst Johannes Paul II. Gab es sehr viele Selig- und Heiligsprechungen
Und man hat zeitlich heute die Angst, dass man sagt, es gibt jetzt dann praktisch bald drei Stufen. Es gibt die Seligen, die Heiligen und die Kirchenlehrer. Und Jean Gallo hat bereits 1981 davor gewarnt, dass man hier aufpassen muss, dass, wenn man zu viele Kirchenlehrer jetzt erhebt, dass es automatisch zu einem Wertverlust des Titels des Kirchenlehrers kommen könnte. Soweit ich weiß, wurde auch eine Petition für Gertrud von Helfter abgelehnt mit der Begründung, dass es schon zu viele Kirchenlehrer gibt. Und auch kürzlich hat Papst Franziskus gesagt, es gibt schon sehr viele Kirchenlehrer. Wir werden sehen, wer in seiner deutschen Bischofskonferenz, höre ich gerade. Danke sehr. Ja. Es gibt nicht wenige littere Postulatorie für Kirchenlehrerhebungen am Dikasterium für Selig- und Heiligsprechensprozesse. Also für Don Bosco hat man sich entschieden, keine Kirchenlehrerhebung durchzuführen, schon vor einigen Jahren, habe ich gehört. Bernardin von Siena liegt der Akt schon seit Jahrzehnten dort und es geht nicht weiter. Ramon Lull wurde auch ausgesetzt. Seit 2019 gibt es eine Petition von der polnischen Bischofskonferenz für die Erhebung von Papst Johannes Paul II. Zum Patron Europas und zum Kirchenlehrer. Die Bischofskonferenz von England und Wales hat auch ebenso die Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten, Hochschule Heiligenkreuz und auch die österreichische Bischofskonferenz hat den Heiligen Vater gebeten, den Heiligen John Henry Newman zum Kirchenlehrer zu erheben. Man sieht ihn hier auf dem Bild auch. Und seit dem Frühjahr 2022 haben auch die Karmeliten aktive und offizielle Bemühungen gestartet, um die Märtyrerin Edith Stein zur Kirchenlehrerin erheben zu lassen. Und vermutlich gibt es noch einige andere, von denen wir noch gar nichts wissen. Soweit einmal hier, was heute aktuell in den nächsten Jahren passieren wird. Wer sich damit näher beschäftigen möchte, ich habe hier ein kleines Büchlein auch veröffentlichen können, das habe ich jetzt für den Vortrag neu überarbeitet in der zweiten Auflage, sodass wieder alles aktuell ist. Es hat sich nicht so viel, aber auch nicht so wenig getan. Allein die Kurienreform hat sehr viel verändert von den Bezeichnungen und es gab auch zwei neue Kirchenlehrererhebungen seit der ersten Auflage, Gregor von Narik und eben Irenäus von Lyon, den ersten Märtyrer. So danke ich Ihnen allen sehr für Ihr Interesse und auch für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe auch gerne für weitere Fragen noch zur Verfügung. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Fragen zu stellen. Sind von Ihrer Seite aus Fragen? Ich darf wieder in das Mikrofon weiterzugehen. Ja, herzlichen Dank für den Vortrag. Meine Frage betrifft diesen Kontrast zwischen Heiligsprechung als ein unfehlbarer Akt des Papstes und Erhebung zur Kirchenlehrer, nicht unfehlbar. Wenn wir die Definition der Unfehlbarkeit anschauen, welches Kriterium erfüllt dieser Akt des Papstes nicht, dass es nicht unfehlbar ist? Also es ist der Papst als Lehrer der ganzen Kirche, der etwas Verbindliches für die ganze Kirche lehrt, das den Glauben betrifft. Also warum ist das nicht unfehlbar? Eine sehr interessante Frage. Vielen Dank, Pater Edmund. Also bei der Heiligsprechung, glaube ich, ist es relativ klar. Es muss klar sein, ob jetzt jemand praktisch hier als Heiliger verehrt werden kann, weil die Kirche sagt, er ist im Himmel eben oder eben nicht. Und bei Kirchenlehrererhebungen ist gar nicht so die Notwendigkeit, weil er schon ein Heiliger ist und damit ohnehin diese höchste Form erfüllt hat. Warum hier die Kirchenlehrererhebung an sich nicht unfehlbar ist, würde ich sagen, weil das wahrscheinlich zu wenig Relevanz hat für unseren Glauben, weil der Heilige ohnehin schon unfehlbar heilig ist. Aber vielleicht Professor Clausen als Dogmatiker und Fundamentaltheologe, der kann vielleicht noch mehr dazu sagen. Es gibt ja 5 Kriterien für Unfehlbarkeit und ein Kriterium der Unfehlbarkeit ist ja auch, dass es eine fortlaufende irgendwie Verehrung gibt von Anfang an. Und bei Heiligen ist es ja von Anfang immer so, da heißt es ja immer so, das Volk soll zustimmen, soll eine Rezeption da sein. Beim Kirchenlehrer kann sich ja was entwickeln. Es kann einige Jahre lang ist der Theologe völlig verschwunden. John Newman war Anfang des 20. Jahrhunderts für 40, 50 Jahre lang kein Thema mehr.
Und dann 1920, 30 kam es wieder hoch und es ist wieder, also von daher kann man jetzt sagen, es ist eine durchgängige Verehrung oder Hochschätzung eines bestimmten Heiligen, von daher, eines bestimmten Kirchenlehrers. Von daher würde man sagen, mindestens ein Kriterium, was Heiligsprechen betrifft, ist nicht so ganz erfüllt. Ich glaube, ja. Vielleicht auch aus dem Grund, weil ja die Unfehlbarkeit gleichzeitig auch Irrtumslosigkeit bedeuten würde. Und es ist ja nicht gefordert bei einem Kirchenlehrer, dass er in allen Punkten irrtumslos ist. Und ich glaube, das ist sogar eine, wie soll ich sagen, eine größere Freiheit, wenn man es nicht als Unfehlbarkeit oder unfehlbare Entscheidung bezeichnet. Man könnte auch später noch andere Schriften finden, vor allem bei mittelalterlichen, antiken Autoren, die man bisher nicht gekannt hat. Da könnten auch noch andere Dinge auftauchen, aber ja. Genau. Hast du noch weitere Fragen oder Bemerkungen? Jedenfalls wissen wir jetzt, wie das läuft mit John Newman. Vor kurzem habe ich mal in der Zeitung gelesen, dass unser jetziger Papst auch gesagt hat, dass Benedikt der 16. das Zeug zum Kirchen, also in seiner Sprache, das Zeug zum Kirchenlehrer habe. Von daher ist vielleicht schon wieder eine weitere Kirchenlehrererhebung im Prozess unterwegs. Aber mal sehen, mal abwarten, wie sich es entwickelt. Bei Gertrud von Helfter muss ich mich korrigieren. Also ich glaube nicht, die Bischofskonferenz als Ganze hat dagegen gestimmt, sondern der Vorsitzende, Kardinal Marx, hat, glaube ich, damals dieses Ansuchen nicht angenommen, soviel ich gehört habe. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich möchte eben nicht die ganze Bischofskonferenz hier in Verantwortung ziehen. Es tut mir eigentlich wirklich sehr leid, weil ich wirklich glaube, dass gerade auch die Frauenmystik der Zisterzienserinnen einen ganz wesentlichen Beitrag auch zur eucharistischen Frömmigkeit in der Kirche beitragen könnte. Vielleicht kommt zu späterer Zeit es noch dazu, dass die Deutsche Bischofskonferenz dem zustimmt, mehrheitlich, und ja, der Antrag nach Rom weitergeschickt wird und es dann später noch zu einer Erhebung zum Kirchenlehrer kommt. Auch die Spanische Bischofskonferenz ist 1970 darum bemüht, also wer weiß, wie lange schon vorher hier einzelne Personen oder Gemeinschaften um diese Kirchenlehrerhebung gebeten haben. Ich habe nur eine Frage, was mir aufgefallen ist. Es braucht also offensichtlich einen langen Atem, um einen Heiligen dann bis zu dieser Erhebung zum Kirchenlehrer zu bringen. Aber je länger natürlich dieser Prozess ist, desto größer ist auch irgendwie sozusagen die Erwartung, dass es dann gelingt. Und desto größer erscheint mir der Druck auf den Einzelnen in diesen Gremien, dann zuzustimmen. Und das, es ist wie bei allem, wenn es viele littere Postulatore seitens Bischofskonferenzen, Hochschulen, Universitäten, Einzelpersonen, Kardinäle, Bischöfe, Politiker gibt, weist nicht auf ein großes Interesse hin, aber man kann ein gewisses Lobbying natürlich auch betreiben. Also es ist nie davor, man ist nie davor gefeit, dass hier das auch missbraucht wird, wenn hier sehr viele etwas machen. Aber ich glaube, es zeigt doch, dass es so mehrere Jahrzehnte oft braucht, bis es zur Erhebung zum Kirchenlehrer kommt, dass es doch mehrere Generationen dann auch wirklich wollen und dass es auch da weiter eine Verehrung, auch ein Interesse daran gibt, dass jemand wirklich Kirchenlehrer oder Kirchenlehrerin wird. Und deswegen halte ich es für nicht so bedenklich. Es gab seit 1970 jetzt, mit 1970 mitgezählt, noch eigentlich gar nicht so viele Kirchenlehrerhebungen. Es gab die beiden Frauen, die ersten beiden, also Teresa von Avila, Katharina von Siena, dann Therese von Lisieux als dritte, dann haben wieder unter Papst Benedikt zwei, Hildegard von Bingen und Johannes von Avila, jetzt dann unter Papst Franziskus in 11 Jahren seines Pontifikats gab es auch zwei Erhebungen, Irenäus von Lyon und Gregor von Narik. Es sind immer wieder so ein, zwei pro Pontifikat in den letzten Jahrzehnten, wenn man sich das anschaut. Also man kann damit rechnen, dass immer wieder jemand kommen wird. Also. Aber du hast ganz recht, natürlich. Es ist die Gefahr, dass man sagt, okay, jetzt ist schon so viel gemacht worden, so viel Geld investiert worden, weil diese Studien kosten viel Geld, der Postulator muss bezahlt werden. Es werden ja verschiedene Nachforschungen gemacht werden, Forscher, die hier versuchen, diese Schriften herauszugeben.
und Symposien, die veranstaltet werden, um die Doktrin bekannter zu machen, um mit den Wissenschaftlern ins Gespräch zu kommen und so weiter. Das ist sicher berechtigt, dieser Einwand, und sicher auch eine Potenzialität gegeben, würde ich sagen. Darf ich vielleicht auch eine kritische Rückfrage stellen? Bitte. Wie geht man damit um, wenn ein potenzieller Kirchenlehrer kirchlich verurteilt worden ist? Ich denke zum Beispiel an Thomas von Aquin und Albertus Magnus, die damals von der Universität Paris und von der französischen Bischofskonferenz, also in verschiedenen Punkten verurteilt worden sind. Oder ich denke auch an die Katharina von Siena, die, glaube ich, was die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens, also nicht ganz konform ist mit dem, was also dann jetzt Lehre der Kirche ist. Also wie konnte dann auf einmal jemand, der in gewisser Weise unter Umständen als heretisch angesehen wird, auf einmal zu einer Norma des katholischen Glaubens werden? Ja, Divergenzen darf es dort geben, wo eine Lehre noch nicht definiert ist, also die unbefleckte Empfängnis. In dieser Hinsicht bei Katharina von Siena müsste ich mir genauer anschauen, was sie da genau geschrieben hat. Aber ja, zum Beispiel, wir wissen bei Thomas von Aquin, aber auch bei Bonaventura, dass sie hier das nicht positiv gesehen haben, dass das definiert wird, sagen wir, und dagegen waren, das hier so auszudrücken, in dieser Form, wie es zumindest dann geschehen ist oder wie man glaubt, dass es geschehen ist. Aber die Zeit zeigt ja auch, es werden eigentlich nie Kirchenlehrer sehr schnell zu Kirchenlehrern erhoben, sondern ich glaube, das schnellste Verfahren war bei Therese von Lisieux innerhalb von 100 Jahren nach dem Tod, dass sie erhoben worden ist. Und deswegen, ich brauche mir keine Angst haben, dass die Kirche das sehr genau auch ordnet, schaut. Und dann wird man eben schauen, was tatsächlich der Lehre der Kirche entspricht, auch wenn jemand verurteilt worden ist. Einmal, wenn man sieht, vielleicht rückblickend, das war auch falsch, dass sie hier verurteilt worden sind. Ja. Es ist ja so oft so, dass auch Theologen im Mittelalter zum Beispiel immer in ihren Büchern als Vorgabe schreiben, ich habe eine bestimmte theologische Position, ich unterwerfe mich dem Urteil der Kirche. Und ich kann mich erinnern, in den 50er, 60er Jahren gab es in Rom, ich sage den Namen, einen Theologen, der sich sehr ausgesprochen hat gegen die Assumptio. Und dann vor dieser ganzen Sache hat er also sehr dagegen argumentiert. Und dann nach der Dogmatisierung haben den Studenten ihn gefragt, und jetzt? Da sagt er, früher habe ich gezweifelt, jetzt glaube ich. Das heißt, es gibt so eine Entwicklung im persönlichen Glaubensleben. Und wenn man sagt, ich unterwerfe mich dem Urteil der Kirche, dann sehe ich eigentlich kein großes Problem. Theologen sind ja per Definition nicht unfehlbar. Die können ja durchaus Positionen vertreten, die man diskutieren kann. Also von daher kann man wirklich drüber reden. Also wie gesagt, die Vorgabe heißt einfach, ich bin bereit, mich korrigieren zu lassen. Und das sehe ich da, also das gibt es ja im Neuen Testament schon Beispiele, dass manche Positionen vertreten, die sich korrigieren lassen dann von daher. Und von daher sehe ich da keine große Schwierigkeit, also jetzt in der Frage des Kirchenlehrepunktes. Aber vielleicht angesichts der fortschreitenden Zeit würde ich sagen, dass wir jetzt einen Schlussstrich machen. Ich darf unseren Referenten jetzt herzlich danken. Also jetzt wissen wir, wie das jetzt weitergeht mit John und Jung. Mal schauen, was rauskommt aus dieser ganzen Aktion. Ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn das tatsächlich dieses Verfahren einen positiven Abschluss hätte. Aber mal sehen, mal abwarten. Die Kirche wird entscheiden, wir werden sehen, oder der Papst wird entscheiden, wir werden sehen, was er in welche Richtung er entscheiden wird. Ich darf mich nochmal herzlich bedanken. Danke für die sehr detaillierte und sehr informative, den sehr informativen Vortrag. Also jetzt, glaube ich, können wir wirklich, wirklich mitreden, wenn wir sagen, wie wird denn eine Kirchenlehre. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und ich darf jetzt schon gleich einen Hinweis geben zum nächsten 7/7 Vortrag. Der ist am Montag, den 29. April. Das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Das Thema heißt nämlich Missbrauch, Aufarbeitung, Kirche sein, Anfragen an eine theologische Anthropologie. Und der Referent ist sehr bekannt, meist nur ihn kennen mit Namen, Pater Dr. Hans Zollner von der Societas Jesu, der in Rom dieses Zentrum leitet und eine wirklich eine große Experte auf dem Gebiet ist.
Also ich darf Sie ganz herzlich einladen, entweder, dass Sie selber kommen, in Präsenz natürlich, die Stände hier, die hier sind, herzlich eingeladen, herzukommen ins Bernardinum. Und wenn nicht, dann können Sie es ja verfolgen über die Medien und über den YouTube-Kanal Campus Heilige Kreuz, der hier eingerichtet worden ist. Also dann wünsche ich Ihnen einen schönen Nachhauseweg, alles Gute und danke, dass Sie gekommen sind. Und bis zum 29. April hoffe ich, dass möglichst viele von Ihnen auch wieder zu dem nächsten Vortrag kommen werden.